im Visier. Okay. Das ist nur ein Instanzproblem. Nope, ich sehe ihn auch noch. Grüße von Tiri, soll ich ausrichten. Hm. Ich sehe Sunny zwar irgendwo unter der Freundesliste, okay, aber ich sehe ihn nicht in dieser Instanz. Keine Ahnung. Habe ich auch in der Freundesliste, hat mir gerade geschrieben. Grüße an den Rest, hat mich sehr über die Aufnahmen von Mittwoch amüsiert. Muss weiter in Richtung Jux. Daher bin ich nicht in der Nähe mit der Spektakel. Ich hab Sunny noch hier unter Kontakte. Stehen die alle noch in der Luft? Nein, wir stehen schon wieder in der Luft. Weil wir uns allesamt um den Commander Explorer und Tour versammeln sollten. Ja, warte, sorry, ich habe hier gerade ein paar. Ich bin schon immerhin bei 85 Kilometer über der Oberfläche. Ich dachte, im Sturzflug geht's schneller, aber bis 90 Grad und so richtig schnell geht's nicht runter. Obacht, wenn die hier als Ziel ist. Oder sowas. Tracker, vielleicht das Einparken in den Auto. Jetzt parken wir zu, ha? Mhm. So, also, ihr seht ja alle den Explorer on Tour, ne? Ja. Der macht einen Teil vom Hof, also WOT quasi, das Hof in der Mitte. Haben wir ja ein paar S-Star vielleicht, S-Explorer, die gesellt sich mal alle drumherum. Der Rest der Schiffe erstmal ein bisschen weiter weg, damit wir da nicht alle ja quasi im Weg stehen dann. So, und dann haben wir noch eine rote S, alle Cockpits quasi zueinander, so dass die so ein O machen. Mal gucken, das klappt alles hier. Na, dann mach mal ein O. Das Tamagotchi. Oh. Oh. Oh oh. Oh oh. Also jetzt alle ein O machen, oder was? Die Asps, oder? Also so im zwei, Kreis drei, stehen, oder was? Oder die Asps. Ich glaube nur die Asps. Nur die Asps. Ja, da gehört die Asps dazu. Ja, ja, nur die Asps. Ja, alle anderen erstmal so. Ich muss nochmal in Orbit, ich sehe euch nicht mehr. Ist es von oben zu betrachten oder? Also nicht von oben auf die Oberfläche, sondern quasi senkrecht, als wenn es. Ach so, Boden okay. Als wenn man so in die Luft schreiben würde, weißt du? So. Ach so. Oben wär's so einfach. Kann dem Sigma noch mal einer eine Geschwader-Einladung schicken? Jo, kann ich. Die Cockpits alle zueinander, oder? Ja, genau. Die Cockpits zueinander. Also Harry ist ja da. So einer jetzt nach oben hin. Ich kann gerade schlecht gucken, wer das ist da. Kann das dem Revit auch noch mal jemand eine Geschwader-Einladung schicken? Genau. Direkt der, oben hin. Wer ist der Rote da? Das Antigotchi vielleicht daneben oben. Neben Revan da oben so. Matthias? Revan passt schon. Oh ja, ich muss mal gucken, wo der Revan ist. Ja. Wer ist das da? Wo steckst du denn, Revan? Das ist Ali Babak. Kann er mich hören? Ich höre dich. Ja. Ich würde das auch gern wissen. Ich sehe hier irgendwelche Lichter hinten. Aber gehst das seid ihr, glaube ich, unten nicht. Quasi, also unter. Auf dem Boden quasi und guckst nach oben. Ja, das sieht schon gut aus. Ja. Ja, hör, du wirst lachen, ich hab dich gar nicht in der Liste. Ich hab ihn schon aufgenommen. Okay. Ja, aber ich sehe jetzt nur dein Geschwadersignal. Eigentlich müsste ich ja dein Schiff hier sehen. Hm. Ich stehe ja zwischen Revan und Sunny rum. Ja, genau. Schau mal, dass du noch ein bisschen näher rankommst. Ein bisschen vor.
Genau, ein kleines Diktor. Mit wem, ja, mit wem redet genau. Das Land zur, oder? Mit wem redet er jetzt? Mit Antigotchi. Alles klar. Und Antibabak einfach quasi senkrecht, wenn du in den Himmel gucken würdest, dich nach, von unten nach hochstellen. Irgendwer bewegt sich da jetzt, wo sich nicht bewegen sollte. Ja, Sunny hat sich bewegt. Der hört mich ja leider nicht. Ich gucke jetzt in den Himmel. Ja. Aber quasi von, also, ist schwer, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Triebwerke nach unten, so wie wenn du senkrecht starten willst. Ja, das willst. Ist schon richtig, nur jetzt den anderen, Alibaba. Also, ich flieg gleich wieder runter, ich wollte nur mich nicht komplett wegkommen. Ich dreh mich jetzt in der Längsachse, gefällt euch das? Nein? Ja? Ja, so machen wir zurück weiter, ein Stück weiter, ein Stück weiter noch. Prima, weiter. Nochmal um 90 Grad weiter. So. So, stopp. So, und jetzt oder nach, so. Nach links einfach ein bisschen mit den Schubdüsen. Genau. Dass du quasi noch ein Stück. So, stopp! Das wird nie was. Ich meine, du hast das jetzt. Du stehst eigentlich perfekt, aber die anderen nicht. Oh, die anderen können das ignorieren sich und schauen sich die an. Wir können ja eigentlich alle auf dem Boden landen und den Rest mal in Photoshop. Nein. Rosa Löchchen jetzt nochmal hin. Ich meine, der Sunny hat jetzt da quasi meinen Platz eingenommen. Setz ich mich jetzt dahin, wo der Sunny vorher war, oder? Ja, mach mal. Ich hätte es nicht müssen. Der hört mich ja leider nicht. Was sonst? Ja. Jetzt dreht er sich wieder. Und soll ich dann doch wieder neben Antigotchi, weil irgendwie hat mich der Sunny da etwas auch rausgepusht. Ich weiß immer nicht, wer da gerade redet. Das ist das Baby. Herr Revan. Revan, okay. Und Sunny ist nicht im TS, ne? Nein. Schade, er stand so gut. Am Anfang. Ja. Also der Rabbit Haha sieht jetzt, das einzige Schiff ist der Vector Temp Stato und sonst sehe ich hier gar keinen. Doch, jetzt hinter mir taucht einer auf. Ach, ja, ich bin jetzt auch aus der Instanz geflogen. Und jetzt vom Rabbit in der Instanz. Oh Mist. Ups. Ja, dann fliegen wir zweimal raus und werden eingeladen von jemandem, die in der Instanz drin sind und dann fliegen wir wieder rein. Müsste doch klappen. Einen Platz haben wir hier in unserem Ring mit ein. Ja, haben wir auch. Victor, Victor, wo bist du? Ja, den Bob sehe ich. Ja, die ich jetzt einfach hinterher. Der Revan müsste, glaube ich, neben mir hin, oder? Sehe ich das jetzt komplett falsch? Genau, genau. Ja. Also den Vector hätte ich. Rechts von mir. Und dann machen wir zu. Wer braucht noch Wingenbeit? Der Rabbit Haha, der braucht aber jetzt noch eine Cooldown eben, weil ich ja mit dem Vector weg war. Ich krieg gleich Bescheid. Hast du denn dein Wingsignal weg? So besser? So, also. Ja, Revan, stehst du. Mein Schiff ist automatisch nach unten gesackt, ohne dass ich was gemacht habe. Ja, guck mal vor. Wingsignal ist nicht an, oder? So. Jetzt fehlen uns natürlich die Esps, ne? Die gerade aus der Instanz geflutscht sind.
Ich stehe ja total. Wir haben jetzt vier Esps, oder? Dann lass uns doch einfach quasi ein Kreuz bilden. Ein größeres, dann schaut's auch aus wie ein O. Bisschen Sigma könnte er ja noch mit rein, ne? Mit seiner Sidey. Ja, da müssen wir aber vorsichtig sein, weil der hat keine Schilde. Okay. Ja. Revan, das ist wunderbar so. Also ihr vier. Geht jetzt gut. Wer kommt da? Da kommt Ali Babak wieder, genau. Kannst ja wieder einfach so nach unten und ein Stück vor. Scheiße, dass ich keinen Rückspiegel habe. So, der Rabbit-Hacher sieht jetzt seinen Wingman, den Ben Wolf Romach. Ich weiß nicht, ob da gleich noch mehr Schiffe kommen. Ich brauche noch einen kleinen Tick. Das sind noch 63 Kilometer. Also wenn ihr zu mir in die Instanz kommt, dann sind hier ganz viele Schiffe. Ich habe jetzt Bob, Macintosh und Rabbit habe ich jetzt im Weg. Ja, aber das heißt nicht, dass wir in der Instanz sind, vor allem weil ich mich jetzt... Da hinten ist Rabbit, der ist 86 Kilometer von mir entfernt. Ach, verdammt. 52 bis Ben steht hier. 122. Was haltet ihr davon, wenn wir einfach dieses EOT auf dem Boden machen? Die Schiffe landen nach und nach und das passt doch viel besser, oder? Auch wenn ich jetzt drin raus, das ist doch zu einfach. Das ist viel zu einfach. Das muss komplizierter gehen. Das muss kompliziert. Das hab ich vorhin auch gedacht. Oh, okay. Das heißt, uns einmal Kilometer Höhe. Ich meine, wir haben ja dann gerade erstmal ein paar Minuten rum. Lass uns mal anziehen. Ali Babak muss auf jeden Fall jetzt quasi nach unten fliegen, also ein bisschen von mir weg zu diesen anderen Esps hin. Es geht. Au! Ich sehe nur Anacondas, wenn ich nach oben gucke. Ansonsten sehe ich kein einziges Schiff. Ja. Also. Ich bin immer noch 87 Meter über dem Boden. Ja, ja, nicht, also nicht nach unten zum Boden, sondern quasi. Wie soll ich sagen? Nach unten. Dein Schiff nach unten. Also Schubdüsen nach unten. Wie landen? Genau. Nee, nicht nach vorne. Also nicht geradeaus, sondern als wenn du landen würdest. Ja, genau. Genau. Und jetzt langsam, du triffst gleich auf die S. Stopp. Bisschen zurück. Oh, zurück. Jetzt kann ich mir der Gold abkratzen. So, und jetzt einfach ein Stück nach unten. Also nach hinten fliegen? Genau. Nach hinten, genau, ein Stück nach hinten. Bist du fast unten kratzt? Bis die Einparkhilfe blau aufleuchtet. Bei mir schaut es gut aus, ich glaube, ich bin wieder richtig. Ja, ich bin wieder richtig. Ja, da. So, Rabbit Haha ist auch wieder da. Jo. Bist du hier in der Instanz, Harry? Sieht so aus. Ja. Ich sehe hier den Ariok, ich sehe den Chessy, den Sunny, den. Ja, sieht gut aus. Dann mach du dich doch mal auf zu den ganzen anderen Esps, wenn du. Wo sind denn die? Ist so dunkel. Kann ich dich. Die werden angeleuchtet. Da wo hell ist. Die Anacondas. Wo ist er denn? Da. Was machen denn die Esps? Soll das ein Kreis werden oder wie? Die machen ein O, genau. Wie eine Dusche. Na dann. So, ich leuchte dich an. Ja, siehst du sie jetzt? Ja, ne? Genau. Fließt drauf zu. Ja, und wo soll ich da jetzt noch hin? Da, daneben, pass mal auf, Alibaba, mal ein Stück nach links einfach mit den Schubdüsen. Kleines Stück, noch ein kleines Stück, ein kleines Stück, noch ein kleines Stück. Noch ein kleines, so, oh, wunderbar. Und jetzt haust du dich da einfach so, jetzt mit der Schnauze nach oben, in den Himmel gucken. Und dann ein Tick nach links, Richtung Ali Babak, genau, ja, du machst das prima.
Das ist ja schon ein erfahrener Flieger. Du guckst in die gleiche Richtung wie Antikotschi. Heißt, Sunny müsste eigentlich ein bisschen von den rechts drehen im Kopf. Richtung musst du ihm tippen, weil er kann das nicht hören. Alibaba kann ein kleines Stück nach links mit den Stubüsen und Rabbit ein bisschen nach vorne fliegen und ein bisschen nach links. Meinst du jetzt nach vorne, jetzt nach oben? Weil ich habe mir das noch. Nee, also als wenn du Schub gibst, ein kleines bisschen nach vorne einfach. Ja, genau. Und die ausgesehen. Weiter noch. Ja, noch ein kleines Stück, noch ein kleines. Ja. Kannst ruhig noch ein kleines Stück. Gut, das sieht schon gut nach dem Ohr aus. Das kommt auf den Blickwinkel an. Ja, mag sein. Yep. So, jetzt brauchen wir ein E. Anacondas. Kauf ein E. Drei Stück. Alibaba, kannst du noch ein kleines Stück nach hinten fliegen? Ja, vielleicht richtig, ja. Ja, gut. Super. Wunderbar, super. Jetzt sieht es eher nach dem Ohr aus. So. Ich versuche, welche, den Boden welche Anaconda macht zu kriegen. Macht einen quasi ein das E, also einen senkrechten Strich vom E, macht jetzt eine Anaconda. Wer ist denn das da? Wer ist da? Warte mal gucken. Eine weiße Anaconda versucht es gerade. Juniper, du bist gerade da. Mach du das mal. Steht so schön waagerecht. So, das war anstrengend. Ich gehe jetzt erstmal wieder hoch. Ja. Bis gleich. Ich könnte ja einfach stehen bleiben. Ich sitze. Jetzt vielleicht zwei Annas für den senkrechten Strich. Ach, hat er ja auch gerade geschrieben, ja. Und Juniper, fliege ich mal ein Stück nach vorne, dass du näher an das O rankommst. Mhm. Ja. Rabbit Haar ist auch mal kurz AFK. Jo. Kein Ding. Ich kann das nicht schlecht einschätzen. Ja, machen wir weiter. Noch ein Stück. Noch ein kleines Stück, so, ich denke, das ist okay. So. Jetzt hängt sich so eine Anna. Mal gucken, wer ist das da? Das ist Pott. Out! Du machst einfach die Schnauze jetzt neben sein Heck. Yep. Du bist einen langen Strich. Okay. Ja, genau. Also senkrecht dachte ich, dass du mit der Schnauze nach unten guckst. Achso. Okay. Ich also dachte, den Strich nur halt. Also neben sein Heck, nicht so ab, nicht auf ihn, sondern so quasi da so jetzt. Und jetzt ein Stück nach unten. Wunderbar. Weiter runter. Ja, weiter runter. Weiter runter. So, ist super, ganz stehen bleiben. Perfekt. So, wer kommt da noch? Wen haben wir da noch? Wer ist das? Spiderhead, du kannst mich auch hören, ne? Yep. Kannst du dich einfach über Bob Vortex positionieren? Wie rum ist mir egal. Da guck ich seinen Hintern an. Ja, genau. Selber Ausrichtung wie Unicorn. Oder so rum. Ja, soweit du kannst, dann stehst du eigentlich schon perfekt. Oh, jetzt berühre ich. Ja, einfach ein Stück zurück. Perfekt. So, jetzt muss noch. Wer ist das? Da kommt schon jemand angeflogen, da jemand zu machen. Peter, Attacke. Was ist das denn passiert, dass ich... Einfach ein Stück weiter, noch ein Stück weiter. Ein Stück weiter, so... Stopp, würde ich sagen. Und spülen seitlich nach unten. Ein bisschen runter sozusagen die Schubdüsen. Ja. Ein Stück nach vorne noch. Kleines Stück so und jetzt muss das passen, wenn du noch weiter runter gehst. Also seitlich. Nee, nach rechts. Ja, das sehe ich gerade nicht, wie rum.
steht. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Super. Darf ich jetzt mal einen Vorschlag machen? Ja, klar. Dann fliege ich da mal als kleiner Strich da rein. Ja, das wollte ich gerade sagen. Super geile Idee, kleiner Strich. Hallo, hallo, hallo. Hansi, da ist was Grünes im Weg. Ja. Jesse will einen großen Strich machen. Der Farbherr wird sogar aufpassen. Zu weit vielleicht, oder wie wird es? Es fliegt denn. Hat sich anders überlegt. So, dann wir haben jetzt ein E und ein T. So, dann wer ist das da? Wer kommt da? Tektum, genau. So, dann schreibe ich mal kurz Jesse. Müsste so passen, ne? Gut aus. Wenn er diese Fett drüber kriegt. Oder die Karte. Ja, die Karte dachte ich, naja, als Team. Müssten da nicht eigentlich sogar zwei Anas jetzt übereinander, damit es mit dem E gleich hinhaut? Ja, das stimmt. Ja, 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 ja. Kamera geht einfach nicht weit genug weg vom Schiff. Aber du könntest eins machen, du könntest die Cutter jetzt dazwischen klemmen und oben drüber eine Anaconda kleben. Okay. Rabbit Haar ist wieder an Bord. Baby. Wer ist Teamspeak das H1? Das bin ich, hört ihr mich? Ja. Und wer ist ich? Hey, das war Heinz. Heinz? Achso. Was Heinz? Jetzt hab ich's auch verstanden. Heinz. Ja, da ist es auch geil. Ich kann nicht so laut und nicht so viel mitsprechen, weil mein Sohn nebenan schläft. Kein Problem, Hauptsache du hörst. Ein paar Schiffe zum Anstrahlen und fotografieren. Oder dass wir bis die Sonne aufgeht. Oder Andi Gottschis Mond macht sich mal vom Acker. Von wegen, die drehen sich so schnell. Oh. Nein, der zieht jetzt rum, der macht nicht. Wer ist denn jetzt noch im TS ohne Fahrschein noch? Also ich bin noch da. Wer ist ich? Das auch noch unterwegs. Jo. Ah ja, richtig. Du hast deine Python, ne? Genau. Lass das, Sinji baut sich auch schon auf. Geh doch mal zu Jesse Sinji da oben. Corvette müsste sich noch ein bisschen um ihre... welche Achse ist denn das? Corvette? Ach nee, das sind die zwei... Das sind zwei Annas. Der Warum Strich stellen wir uns eigentlich der so an? Der obere Strich vom T ist irgendwie... Ja, der nicht winklig. Aber wenn wir den Cutter einfach aufwärts hinstellen, dann haben wir da auch einen Tee. Ja. Also, mal so ein bisschen noch drehen. Ja. Aber um die Spitze drehen. Ja. Also seitwärts fliegen und dabei die Schnauze auf den Punkt lassen. Oh, der war nicht schlecht. Genau, ja. Noch ein bisschen. Wer fliegt? Wer fliegt denn da die Anaconda aus dem Hause Kawasaki? In grün. Das ist Jesse. Jesse. Aber das ist doch keine Anaconda. Farbe ist Blutwein. Jo? Ja? Geh du doch sonst, das wird sonst zu viel da mit dem Tee. Geh du doch mal zu Ansi, zu dem kleinen Diamondbacks da und mach den Strich einfach eben noch ein bisschen dicker. Wo wollen wir den Strich dicker machen? Dicker oder länger? Der kleine Strich vom E. Ich habe übrigens eine gute Nachricht, meine Kartoffel macht langsam Platz. Okay. Ah, stört, der Schatten kommt. Wir könnten sie auch wegbauen. Die Schatten? Nein, wir bauen nicht meinen Planeten weg. Klemme ich mich mal bei E. Ganz kurze Zwischenfrage. Wir könnten mit der Karte und der Sidewinder noch ein Ausrufezeichen dahinter machen. Ja. Wenn das nicht.
Wenn man es als solches erkennt. Wenn man es als solches erkennt, richtig. Hey, der Kraterrand wird hell, cool. Ja, hab ich doch gesagt. Er macht endlich Platz, mein Kartoffel. Ja, Joe, einfach noch ein bisschen weiter jetzt Richtung Ansi. Machst du ein Tabak-Tage vielleicht? Oh, die Sonne kommt. Ja, sehr geil. Ansi, kannst du ein Stück rückwärts fliegen? Jo, Moment. Was? Ja, warte. Sieht schon gut aus. Die fliegen ein Stück rückwärts. Oder ist das vorwärts? Ich kann das von hier hinten nicht sehen. Also, ich gucke Richtung dem langen Strich von oben nach unten. Okay, dann vorwärts. Sorry. Okay. Dann vorwärts. Ja, noch weiter. Weiter. Ganzes Stück noch. Hallo. Ja, puff, Licht an. Geil. So, und jetzt Joe einfach ein Stück hinterher. Ja, Entschuldigung. Versuchst du dem Hansi mit seinem Explorer einfach hintern kratzt, quasi. Ah, dem ist Licht eingeschaltet. Im Boden sind mir die Schatten schon schön. Das sieht geil aus. Die Python müsste ihren Arsch von sich aus gesehen ein bisschen nach unten drücken. Oh, seid ihr im Roleplay oder im Elite Dangerous? Elite Dangerous. Elite-Gruppe. Leute, beeilt euch, mein Sprit geht gleich auf. Nein, war Spaß. So, wollten wir noch ein Ausrufezeichen machen? Kannst du probieren. Wegen ja, klar, dann kannst du die Cutter ja daneben stellen. Genau, na, da kommt aber noch und ich glaube, der T6 ist auch noch frei, oder? Nein. Also, es ist auf jeden Fall von meiner Warte aus 60 bei E zu lesen. Die Schatten sehen auch sehr geil aus. Mhm. Ja, stimmt. Die Python müsste ihren Bobbes trotzdem noch ein klein bisschen nach unten drücken, von sich aus gesehen. Das wäre Schubbüsen nach links. Nee, ich meine wirklich vom Schiff aus gesehen. Achso, so, dass sie in der Flucht steht. Genau. Also erst die Schnauze ein bisschen hoch und dann ein bisschen vom Schiff aus gesehen nach unten. Also Schubdüse nach unten, ja. Genau. Wer auch immer das ist. Du meinst neben dir, Hansi? Ich meine die Python, da wo das E verlängert hat. Ja, also hier, wo der Diamondback steht. Genau. Einfach ein bisschen den Hintern nach unten drücken quasi. Das ist Joe Wanderer. Jo. Genau. Also so. Ja, so. Das sieht schon besser aus. Sehr gut. Jetzt ein bisschen runter. Ja, perfekt. Also jetzt die Schubfüßen nach unten ein bisschen, aus. Genau. Noch ein bisschen. Jawohl. Ja. Das sieht super aus. Hat noch ein paar Pöppels. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Der Schatten sieht auch schon aus. So, jetzt bitte Fotos machen. Ja, ich bin dabei. Kommen die Bilder dann ins Forum? Klar. Nein, die werden gelöscht. Ich mache nebenbei hier auch noch Pausen und Videoaufnahmen, nur das wird alles noch ein bisschen zusammengeschnitten nach dem dritten Treffen. Ja, super. Ein Glück, dass ich dann Bobbes gesagt habe, ne? Ich bin dafür, dass wir jetzt spiegelverkehrtes machen, damit wir den Schatten nachher fotografieren können. Also ich habe fotografiert. Da muss halt mal falsch. Ich habe es gerade hingekriegt, Antigrotschi, du wirst gesteinigt. Auf welchem Planeten sollte gerade?
AB2A. Ja, genau, AB2A. Gut, dass man das sieht. Leroy Jenkins genau durch das Gehör mit Booster. Nein, nein, noch besser. Die ASPs drehen sich jetzt um ihre Schnauze rum und lösen die Chefs aus. Ich habe leider keine Einstecken. Ich habe auch keine Einstecken. Kann ich machen? Soll ich? Also wer den Chef hat, bitte jetzt mal... Drei, Das könnte jetzt schwierig werden. Ja, sag ich doch. Ich hab so ein Problem. Hast du das noch? Ich glaube, von dem T ist gerade das obere Stück weg. Jetzt. Das war mal ein T. Und in meinem Aus. Ja. War das Rückwärtsgang. Ist dann nach Boost raus hier. Ja, aber Rückwärtsboost. Ja, jetzt haben wir halt Oi. Eoi. Eoi. Oi. Die Anna ist gerade runtergeditscht. Was hat das denn? Woran wird kein Bock mehr? Gingy ist gerade richtig runtergeditscht. Bin ich. Explorer on Ice. Ich will die Booster auch mal weggehen. Also ist ja alles im Kasten und so, kein Ding. Genau. Ich bin jetzt ja geschossen. Auf. Also können wir Formation auflösen oder was? Formation auflösen. Meinetwegen. Wollte ich mir da auch noch nicht so fliegen? Verdammt. Genau, mit Anaconda durchs Ohr voll durchpusten. Ja, klar. Kann ich immer machen. Mach dir das Ohr nochmal. Boah! Okay. Ich mach jetzt keinen. Entschuldigung. War anstrengend, ne? Danke euch. Nee, war gut. Danke fürs Einweisen. Oh, ich werfe noch Backe. Ich werfe ab. So, und jetzt kann man uns mal einweisen, ne? Na toll. Kann man auch Heatsinks regenerieren? Nein. Warum nicht? Also als ich zum Jacques geflogen bin, hat das nicht funktioniert. Ich habe mich ausgelockt, wieder eingeloggt und hatte alle Heatsinks wieder. Das hatte ich auch. Waren die nicht auch zum Teil von diesem einen Munitionsbug betroffen? Möglich. Nee, also die waren erstmal weg, schon, aber dann nach dem Einlocken auf einmal Runde um Runde sind sie wieder da. Was sind hier für Kanister, die hier rumliegen? Bier. Das ist voll Wein und so. Und befreites Paar. Ich habe auch noch ein paar Rettungskapseln, die können wir mal aufbrechen, was da rauskommt. Aber bei den Heatsinks nicht so hoch, runter, runter, rechts, links, Kreis statt. Das haut jetzt ab, oder was? Weil es halt nur 0,9 oder 0,09 sind. Aber es macht Schaden bei einem 2G. Ja. Warum will er dann jedes Mal auf den Kopf landen? Low gravity warning.
Komplette Basshülle bei 37%. Oh, oh. Hat mir jetzt auch 4% bei grad so einem kleinen Hüpfer angezogen. Also, ich bin gerade in der Luft, habe ich gerade 50% verloren. Neuer Park jetzt, im letzten Update. Alle Planeten haben das Schadensmodell von einem 2G-Planet. Ich sehe schon, ich muss wirklich irgendwann beim Landen, um mir neues Eisen zu besorgen. Mit dem auf den Berg hochfahren, wir runterfallen, das bringt nichts, weil wir kommen gar nicht zum Berg hin, das ist gerade schon kaputt. Ja, jetzt bin ich gerade eben frontal mit so einem Stein zusammengestoßen und ich habe 50% verloren. 40% verloren. Ja, ich nur 15, obwohl ich mit 20 Meter pro Sekunde frontal gegen so einen Fetzblock gerammt bin. Ihr habt Buggies, ja, das kann nicht sein. Bei mir ist alles in Ordnung. Papierpackies. Jetzt wollen wir zum Berg. Ich fahre jetzt auch zum Berg. Ich oh, jetzt kommt das Bergsteigen. Ups, Mikrofon. Koordinaten 9 minus 17. Das müsste ein ziemlich großer Krater sein. Lass dich ein Ding einladen, dann hast du Gefahrersignal. Dann ist es leichter. Phosphor, Nickel, Carbon. Hallo? Die Meldung? Low Gravity Warning. Kleiner Stolper und schon wieder 5% weniger. Der Fisch. Jetzt vom Berg aus. Geht verdammt steil hoch, aber es geht seltsamerweise hoch. Es geht echt steil hoch. Oh. Also, sobald ihr da hochfahrt, verpissen sich eure Raumschiffe. Ja, gut. Komm her, wieder. Ist echt lustig, wie sie alle starten auf einmal. Werden wir gleich sehen. Gucken. Ich glaube, man darf nicht einfach nicht zu schnell hochfahren. Zu langsam auch nicht, dann gehst du wieder rückwärts runter. Ja, stimmt. Ich fahre momentan mit zwischen 10 und 15 Meter pro Sekunde. Ja. 20. Wie weit ist denn das noch? Wie weit da? Ich muss mal!
Boah. Hey, ich bin gerade in einem Loch drin. Voll Gas, nicht rückwärts. Ja, ich auch irgendwie. Lasst euch Zeit, wenn ich den Tor schieße, noch weit weg. Ich bin auch verspätet erst angefahren. Das ist ein strahlendes Gewitter da oben. Und ich bremse mal und mach mal links. Au! Ja, super! Ist fast direkt vor mir gebremst. Ich glaube, ich bin oben. Glaube ich. Okay, 4 Pips auf Antrieb. Jetzt scheint es fast wieder vorwärts zu gehen. Yay. Die Spitze ist ganz schön groß von dem Dings. Ich bin mal gespannt, wo mein Schiff ist. Ich fahre meiner Kartoffel entgegen. Man weiß, wo man hin muss, ne? Einfach in Richtung Mond fahren. Oh. Der Betocher ist jetzt oben auf der gelandet, aber ich kann mein SRV nicht absetzen. Wahrscheinlich weil das Der hat das Cheaten erkannt, dass du da aufgeflogen bist. Oh Gott, für alle Computer mach jetzt keinen Scheiß. Sagst du. Willst du, dass eine Anaconda da oben landet? Ja, ich hab... Ach Quatsch, mein SRV ist explodiert, ich hab keins mehr, scheiße. Es landet sogar direkt neben mir. Ja, ich glaube, die haben die Landung gefixt. Ja, das sieht ziemlich gut aus, wenn die runterkommen. Auch auf einem etwas stärkeren G-Planeten. Ich hatte jetzt ein bisschen befürchtet, dass man einfach durch den Berg durch will auf dem Boden und einfach mal irgendwo aufschlägt. Jetzt toll gewesen. Hey! Ich habe einmal ein Video gesehen, wo das noch nicht so ganz war mit dem Landen von solchen Schiffen. Es war auf einem hohen G-Planet, Schiff ist, als es gerufen wurde, senkrecht runtergeschossen und vielleicht 5 Meter vom Boden hat es angehalten. Also ich habe das gesehen, wo sie geschafft. Bei der hohen G-Höhe, ich glaube, das war immer so groß. Ja, das Video kenne ich auch. Wo eine Korvette, wo 2-3 Anacondas. Da kommt ein Aufschlag. Da ist gerade ein SRV bei mir durch die Landezone durchgefahren. Oh, ich habe gerade das Problem immer noch bergauf hier. Mein Schiff ist so weit runter, dass ich nicht andocken kann. Ja, da ist genau der Anlock-Dug ist mit diesem Buckel. Ja. So. Ah, hier ist der Fahrt. Ganz so gut. Mitten im Krater ist ein großer Berg und da sind wir gerade drauf. Ja, passt da. Mal gucken, ob wir mich überhaupt sehen können. Ich hab dich auf jeden Fall gerade gehört beim Eintritt. Es heißt, ein neuer Kontakt hier. Nee, das ist mein Schiff. Ja. Ich stehe 90 Grad gegenüber. Ich hab den Eindruck, dass dein Schiff will da landen, wo ich gerade parke. Ah, hallo. Das landet nicht. Ich sag mir dann nur wieder, ups. Da kappeln. Irgendwo häng ich gerade. Ja. Ja, das fliegt gleich wieder weg. Das sagt nur, Landezone ist blockiert und fliegt wieder weg. Und ja, dann ist es ganz weg. Und dann darf ich dann kann ich es wieder rufen und darf 30 Sekunden warten, bis es wieder kommt. Solange es nicht im Druck auf dich war, so ist alles gut. Ich
kann das eigentlich sein, dass die das beim Anaconda das Pad geändert haben? Also man, dass man vorne mit dem Messer vorne einsteigt, nicht mehr oder mittig hinten. Wenn du wenn ich in zwei. Mir kommt es so vor, als ob das bei der Anaconda so ist, dass der hintere Abteil für den Flieger gedacht ist. Ja, der größere, ja. Da ist er so ein abgesetzt nach unten, ne? Es sieht aus, als ob ja. man da unten den Flieger dann so, rausfliegen kann. Ja. Jäger. Aber dass man da nicht hinten reingefahren. Nee, das war schon immer so, diese Hangar. Echt? Holt ihr jetzt alle eure Schiffchen? Ach, Bobos Flieger, Andi, ja, wieder ab. Ah. Ich hab's auch geschafft. Ist egal. Boah, ihr macht vielleicht einen Dreck hier oben. Unglaublich. Wir schon, dann werden wir mitnehmen. Au! Das gibt's eher vom Bock. Ich will das nicht runter. Kacke! Komm, kotzt, dann kriegst du mir nicht den Mund voll. Tessi, was treibst du da? Verdammt, hab ich hier. Ein Weihnachtsbaum. Für die, die hier oben sind, was übrigens noch spannender ist, hochfahren, ist die steile Ding also runterzufahren. Das hat's geschafft. Ja, Vollgas runter und mal gucken, wie am schnellsten ist. Das ist nämlich 60%, die es da abwärts geht. Das ist echt. Also einer müsste draußen fliegen und das filmen und der Rest prügelt mit Vollgas runter. Der unten ist hat gewonnen. Weiß nicht. Das heißt, wir müssen erstmal eine Ausrichtung finden, wo wir dann starten. Was soll ich denn filmen? Wie wir gleich alle runterspringen. Okay. Okay. Wow. Achso, warte. Auf welcher Seite denn? Bei der grünen Anaconda oder wie? Ja. Ah, ich bin die Anaconda gefallen. Oh. Oh. Und das wird schade. Ich muss echt positionieren, wie ich meine. Du bist die Anna, oder was? Bin eben voll durchgefallen. Was soll der Keks? Komisch, ich sehe keinen einzigen. Was ist das? Ein fliegender Sofa. Was ist jetzt los? Ja, das hat explodiert. Ach, das war's. Ich hatte noch 51, bevor ich aufgekommen bin. Ich glaube, das lohnt sich mit dem Film hier. Weil die SAVs, die flippen hier alle nur durch die Gegend so, oder die zappeln alle nur. Das kann nichts werden, glaube ich. Ja, bei mir zappelt nichts, aber. Nee. Bei mir auch nicht, aber im PC hatte ich die Power, dass ich dann nebenher was aufnehmen kann. Einer hat seine Füße, 6 Stück. Sieht blau aus, wenn die Fahrwerke rausfliegen. Naja. Dann habe ich jetzt noch 3 SAVs für den Rest des Weges. Ach, so viele, cool. Nee, ach so, nee, da möchte ich ja gar nicht. Da möchte ich ja gar nicht hier mitmachen, weil ich habe nur 1 mit. Alibaba, mir geht's genauso. Wir haben ja noch eine Station, ne? 3200 Lichtjahre. Ja. Ja, da bist du doch gleich. Kurz zurückspringen, neues kaufen. Ja, nicht weit hier. Bist du nicht beim ADAC? Aber man findet hier schon unheimlich viele Systeme, die noch komplett unentdeckt sind, ne? Ja. Wahnsinn. So nah an der Blase. Ich habe direkt erst auf dem Herweg, ich glaube, das war nur 2 Sprünge von dem hier entfernt, wo ich ein komplett unentdecktes System hatte, wo eigentlich nur aus Planeten bestand, die hochmetallhaltig waren. Also. Ja, ich glaube, das ich sollte ganz schnell zurückfliegen. Wahrscheinlich haben wir alle dasselbe System. Ich sag aber nicht den Namen. Das ging mit Coll-Sektor 359 los, auf jeden Fall. Kannst ja mal schauen, wie viele Systeme im 60-Lichtjahr-Umkreis sind. Ja, aber jeder springt unterschiedlich weit, also von daher ist es nicht zwingend das Gleiche. Ich habe Blümchenflicker gemacht. Also ich weiß nicht, was ihr für ein Problem mit dem Runterfahren habt. Ja, dann fahrt doch jetzt alle mal runter. Ich bin jetzt doch schon längst dabei. Auf geht's. Ich starte eben. Vollgas. Ja klar, Vollgas. Jetzt ist schon der Erste. Also nochmal kurz, ihr seid in der Elite Dangerous.de Gruppe.
richtig? Ja. Okay, weil ich finde die ersten keine richtig keine gute Idee, als ob die Instanz hier ganz andere wäre. Boah, ich bin glaube ich auch aus der Instanz draußen. Ich bin bei 45% erste Auflandung. Das war auch schon ganz spannend. Spiderhead, bist du noch am Sonnen? Bist du da? Da hat's gerade Bumm gemacht. Großes Bagabum gemacht. Nein, nicht seitlich überschlagen. Scheiße. Großes Bagabum. Jonas, seitlich überschlagen. Komm, du kommst nicht wieder hin. Doch, da war einer geschafft hier. Man muss einfach Wärmefahren reparieren, dann klappt es schon. Das ist ja langweilig, das ist ja schon. Oh komm schon, muss ich immer rückwärts hinkommen? Nein. Scheiße! Nein, Rico! Ja, ich bin unten. Ich purzel den Baum. Hey. Ich purzel runter. Nein! Wer ist das da? Peter hat noch geschafft. Hey, ich hab's geschafft! Ich purzel gerade vor mir. Ich bin noch rückwärts runtergekommen, ich weiß nicht wie. Also ich bin seitlich in Purzelbaum-Manier runtergekommen. Das passiert mir auch gerade. Der nächste ist unten angekommen. Hui! Ich hab zwar einen kleinen Drehbogen jetzt, aber... Das müsst ihr mal machen mit einem 16 Kilometer tiefen Krater, das macht Spaß. Lustig. Ja, aber nur knapp. Und wenn ich euch jetzt sage, dass ich immer noch 100% habe... Ich hab 92. Dann bescheißt du. Oh, cool. Ich hatte auch bis zum Plus 97%, aber... 56 hatte ich, aber ich hab mich ganz schön oft überschlagen. 37, ich habe am Anfang mal zwischendrin beschissen und repariert, aber... Hat irgendwer mich auf den Kontakten? Also wer? Commander von Malo? Von Malhaut? Genau. Oh fuck. Ich hab dich nicht meinen Freundesliste. Kann das durchaus sein. Da kommt ein Grippe von einem SFV runtergeflogen. Outrigger-Ladung ist raus. Kann es sein, dass die Anzeige im Local nur bei denen ist, die nähere Umgebung auch sind oder die komplett in der Instanz sind? Local vielleicht nicht, die in der Instanz sind. Mit 64 hoch und 64 hoch. Oh, cool. Na toll. Also hätte ich jetzt nicht zwischendurch repariert, hätte ich gerade nur 10% gehabt. Jan? Ja, ich kann eure... Ich hab euer Wing-Signal, aber es sind nur eure... Na hier, diese Eintrittsteile. Kleine Heizer da wieder. Sigma, musstest du einen so erschrecken? Kommt gut, oder? Dann springt halt mal raus, wird da drüber geprügelt. Cool, ja. Genau über SAV Boost zünden, ist immer gut. Ja, das kommt gut, ja, sah gut aus. Jetzt habe ich den Bär ganz für mich alleine da. Ihr denkt, meine Arme noch da oben? Ja. Da ist noch mehr. Ah, da ist ja. Aha, alles klar. Okay. Jan und ich sind in einer. In derselben Instanz. Fuck. Mich doch jetzt mit 3% gekostet. Oder Stein. Was dollert denn hier durch die Gegend? Oh, ein SRV-Rad. Hoppala, Schilde ausgefallen. Wollte gerade sagen, das sieht gar nicht gut aus. Ich wollte den SRV anschieben. Das dauert jetzt mein Recall nur 15 Sekunden statt 30 Sekunden. Was ich da unten, da kommt jetzt irgendwie gleich noch einmal runter. Keine Angst, wir fangen dich auf. Ich
Commander Spiderhead wieder auf Kopf landen. Fast Parallellandung, ne? Ist denn ein Schiff? Doch, das muss ein Schiff sein. Hey, steht ihr gleichzeitig auf gleicher Stelle oder was? Weiß ein Schiff? Ein Schiff und mein Schiff mit landen nebeneinander. Ich wollte gerade sagen, war das jetzt. Wow. Ne, das sah von hier aus aus, als würden wir ein kleines Zeitmann machen wollen. Ja, das war ja klasse, das war ja ein Parallellandung. Hallo? Schiff. Ich glaube, ich muss es nachher übers Knie legen. Er verpisst sich jetzt wirklich. Nur weil da. Das gibt's ja nicht. Hey, mein Schiff, mein Schiff. Weg. Wie geil ist das denn? Weil Revans ASP da vorne stand, ist mein Schiff gerade wieder durchgestartet. Weil ja hier so wenig Platz ist. Mir vorhin auf dem Berg 3 oder 4 Mal passiert, weil ständig irgendwo gesagt hat, hat keinen Platz. Hey, Darth Vader ist auch wieder da. Also, ja. Mit dem EMP? Mhm. Oh ja. Aber die Schilde sind nicht wirklich ausgefallen, weil die waren dann nach dem, ja. Nach dem sofort wieder da. Aber es ist nicht gut. Ja, natürlich. Und vor allem halt stark, dass die halt in das Soundfall quasi Bilder mit reingepackt haben, wenn das auch im Spektral einer Weise anschaust. Die Idee muss man erstmal kommen. Das Baus das geht. Wer hat auf mich geschossen? Das bin Schwarze, die sich da verbeugt vor uns. Ich glaube, wir haben die Instanz für uns alleine. Komisch, ich sehe keine anderen Kontakte. Hey, Ouchi! Da ist auch niemand weiter. Thank you.
Wen gehört die Python hier nochmal, auf der ich gerade rumfahre? War nicht meine. Keiner, ich hab die Gummireifen, an dem hat ja keine Kratzer rein. Ach. Jetzt kommen wir wieder runter. Wenn es nach vorne geht, kann es kein Französischer gewesen sein. Oh. Warum glüht denn meine Kiste so? Das ist ja Wahnsinn. Könnte die Klappen offen? Ja, ich meine, die guckt nach oben dann. Irgendwie stehst du auf der Luft. Anaconda ist müde, Anaconda muss schlafen. Ja, die vordere, die hat die Beine nach oben gestreckt, ja. Liegt da wie unsere Katze. Das Gewehr von dem SRW schießt ziemlich weit. Was machen die beiden Anacondas? Klöppel. Warum? Ich bin gelandet, das sieht man doch, oder? Ich überlege gerade, wie man das nennen könnte. Naja, ich kenne das eigentlich als 69, aber gut. Nee, das geht andersrum. Ich wollte gerade sagen, das ist falsch rum. Nee, das ist daran hatte ich auch schon gedacht, aber das ist andersrum. Wir liegen eigentlich Rücken an Rücken. Das heißt, ich müsste mich jetzt umdrehen. Wow. Aber das machen wir nicht, weil wir verwandt sind. Was ist das? Anaconda auf dem Rücken! Da mit den Füßen vorne. Was machst du denn mit deiner Anaconda? Biegen! Warum ist Joe Wanderer seine Python? Steht hier rum so ohne Landefahrwerk, aber er steht ja, das will ich mal auch gerade. Wie ist das hier? Alles sehr ungesund aus. Wie war das? Hammer kaputt. Wie? Reifen oben? Ich finde das so cool, wie die Anaconda sich so majestätisch in der Luft dreht. Ist so ein gestrahlter Wagen. Die ganze Zeit mit der Leuchtung. Wieso sehe ich dich nicht? Natürlich sehe ich dich. Da unten ist irgendwie so ein kleines SRV unter der umgedrehten Anna. Jetzt wird's eng. Bin ich natürlich am Überlegen, wie ich mit den neuen Videos komme. Ja, das hab ich mir in der Schule. Kannst du nicht wegschicken? Nö. Im Ernst? Die liegt da und schaut vor sich hin. Ich hab hier geholt. Wahrscheinlich werde ich ein ganzes Stück wegfahren müssen und dann nochmal rufen. Ich bleib dir mal hier stehen und sag dir, wenn sie weg ist. Was ist denn an der Grundlage? Lass uns
kaputt. Wird das jetzt in einem kommenden Rücken liegen oder was? Was seid ihr? Fahrwerk außen reinfahren und sitzt aus und gäbe auch die Böden her. Ja, die Anaconda Fahrwerk ist es noch zu langsam. Der Blüten sieht das saulustig aus. Ups, was ist da passiert? Ne, ich meinte jetzt eigentlich mit der Diamondback. Ich hab versucht, den Spider im Moment wen umzuschmeißen. Den Reven. Ja. Geht aber nicht. Na dann, tschüss. Wie am Dienstag? Das ist der Winkel, ja. Haben wir viel zu tun. Gut, am Dienstag werde ich definitiv nicht dabei sein. Am nächsten Tag soll es sehr früh losgehen. Jo, nennt sich Urlaub. Unanständig. Ich weiß, eigentlich muss man Prioritäten setzen, aber... Damit. Nee, man kann ja doch so sehen. Was ist? Ich sag nicht, ob Wanderer die Pluton bewegt sich, nur weil ich da mit dem Ding da abschieben kann. Der Karren hast du kaputt gemacht. Wer schießt da in die Luft? Also jetzt verlasse euch den Laden. Ich komme auch nicht mehr ran, ich kann sie nicht mehr wegschicken. Die ist kaputt. So. Hey, ich probiere jetzt einfach mal auf Mama. Den zu gehen und schauen, Mama. Ob mach mal einen Neustart. Also, das war keine Absicht, dass die auf dem Kopf liegt, oder was? Ja, anders. Wer liegt auf dem Kopf? Also, bei mir ist das Absicht. Ich bin explodiert. Ich hab sowieso keine SFV mehr. Aber ich finde es trotzdem witzig, dass man mit den SRVs eine Python anheben kann, so ein bisschen. Ja, ist nicht schlecht, ja. Ne? Gut, wenn du mit dem SRV rausgehst, dann musst du mit der Anaconda drunter kommen und anheben, oder? Noch auf dem Hügel oben drauf. Ja. Nö. Nö. Ich glaube, Chassis ist oben drauf. Dann mache ich mich mal auch langsam auf den Weg. Erstmal das System scannen und dann mal gucken.
Anaconda erkenne ich auf jeden Fall immer an den glühenden Maschinen. Warum ist das eigentlich so? Ich habe mich erst schon gewundert. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist der Fluss gut? Liegt wahrscheinlich an der gigantischen Reichweite, die ich habe. Er macht eigentlich immer so Boom. Darth Vader. Jemand arbeitet. Miau, 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 Boah, mir ist sogar ein schlecht von früh. Noch 28. 28. Quasi Katzensprung. Ich dachte, wie ist hier in der Nähe? Boah, sieht das geil aus. Ach, das heißt. Ich schalte mal Darth Vader aus. Was ist mit mir? Heinz? Du machst einen auf Darth Vader. Inwiefern? So, also ich bin dann auch wieder unterwegs. Sieht geil aus, wie ihr dann gut Flug. Gut Flug. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. Bis Dienstag. Ciao. Bis Dienstag. Ciao. Oh. Joe, bist du immer noch in deinem SRV unterwegs? Naja, ich hab mich jetzt mal entfernt. Und scheiße. Also, sie steht hier immer noch. Sie hat einen kurzen kleinen Abfall gemacht, aber sie steht noch da. Mal gucken. Ich versuche sie mal von hier hinten zu rufen. Ich hab's noch am Schirm. Noch weiter weg. Sag dir Bescheid, wenn sie weg ist. Ich hätte hier gerade den Hügel runter. Glaubt sie immer noch so? Könnten die Python auch von ihrem Elend lösen? Oh, jetzt sieht sie ein. Sie versinkt im Boden. Hast gerade was explodiert. Ja, alles. Die Fehlzündungen von der Cutter sind ja cool. Also, deine Python ist gerade im Boden verschwunden und jetzt auch vom Radar weg. Ja. Glück hast, taucht sie auf der anderen Seite vom Mond wieder auf. Ja, da gibt's einen weiter Weg. Schau, schau, schau. Am besten dann ausschalten und mal ohne Horizon dann starten. Ach, die krieg ich schon irgendwie. Du hörst mal beim Glück zu fahren und sie dann zu. So, Spider-Sophie verabschiedet sich auch mal für heute.
Wir sehen uns am Dienstag. Bis dann. Bis dann. Bye. Ciao, ciao. Howie. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Da kann ich ja gar nicht einen Blümchenflickerkurs hinfliegen dann. Nee, das reicht nicht, die Zeit. Aber auch ausgerechnet wieder ein Dienstag. Warum das denn? Ich gehe mal davon aus, der Laro, der es geplant hat, der ist ja nicht bei der UGC, der weiß von unserem Meeting nichts. Ja, das könnte der Fall sein. Naja, da bin ich auch nur zu kurz da, also weil um 10 Uhr ist bei mir dann Zappen. Diese Woche war ich krankgeschrieben, da ging es, dass ich so lange wach bleibe, aber nächste Woche nicht mehr. Was, du gehörst doch ins Bett. Wie bitte? Du gehörst doch ins Bett. Ja. Oh, der Spider fliegt gerade weg. Tschüss. Tschüss! Ciao, ciao! Bye, bye! Gute Nacht! So, ich bleib noch am TS, aber ich werde das nicht auf zum nächsten Wegpunkt machen. Ich scanne gerade noch das komplette System hier. Das Schattenbild schaut echt cool aus. Habt ihr schon reingestellt? Bei der Headline ist reingestellt. Mal schauen. Oh. 3200 Licht, ja, das ist nicht direkt um die Ecke. Ich glaube, da werde ich mich von da so auf jeden Fall mal nach Station machen, aber das ist dann ja echt nicht mehr weit. Außer wir sind auf der anderen Seite. Oh, ist alles relativ. 18.000 nur noch. Ja, okay. Weg ist das Ziel, ne? Und wenn wir mal ehrlich sind, von dort aus bis zum Mittelpunkt ist auch nicht mehr weit, ne? Ja, bis zur Anzahl. Genau. Durch den Darm, Magen, dann erwürgen oben, ne? Ja, nichts zu machen. Ich glaube, ich werde mich mal auslaufen müssen. Das Bild sieht echt super aus. Ja. Und wie gesagt, starten ohne Horizon. Ja, Blöde. Nicht, dass du im Planeten dann explodierst. Ja, hab ich. Benny, wahrscheinlich musst du jetzt die ganzen 68 Sprünge wieder zurück. Egal, ich bin hin zum Tag. War knappe Nasenlandung da. Ein rotes. Ein rotes.
Violette, ja. Tamagotchi. Das kann daran liegen, dass ich mal so aus Spaß ein bisschen mit dem Messer rumgeballert habe und wahrscheinlich mal ein paar Leute genommen habe. Na, Jesse hat mit seiner Anaconda rumgeschossen. Genau. Das ist die Junkies. Das soll die neue Blase kommen, oder was? Gerüchte weiß. Ja, das ist Naherholung. Ist noch nicht bestätigt. Das wäre natürlich ein Riesenabstand voneinander. Ja, was, wenn, sie, wenn dann noch der, der neue Antrieb von diesem Experimentalschiff da kommt? Sprungtore. Sprungtore zwischen den Blasen. Ach, das glaube ich nicht. Dann wird es hier langweilig. Also über Sprungtore kann ich... Denke das. Ich glaube auch, das kriegen die hin. Blödsinn. Niemand zwingt dich, das zu benutzen. Und es kostet halt auch was, ne? Also, es ist nicht für Umme das Sprungturm. Wir müssen ja irgendwo das Geld aus dem Spiel ziehen. Genau, Aufwandsentschädigung. Energieausgleich. Oh, dann drücken wir mal die Daumen. Drück. Ah ja, Transformer to Orbit. Das hört sich schon mal gut an. Mit einer Mining Anna zu Jack Station dann tuckern. Ja, der Guy war doch da mit seiner Mining Anna gehabt. Ja, ja, aber zu früh. Zu früh, noch konnte er es ja nicht richtig abgeben. Doch, abgeben konnte er schon. Er konnte halt nur nicht, konnte nur keine Drohnen nachladen. Was das Problem. Ah, okay, also da aber stimmt ja, da war hat ihn gemacht. Dann mit Drohnen besorgt. War diese Umladeaktion, das war cool. Jesse und ich, wir haben es dann beobachtet. Okay. Und schlaue Tipps gegeben. Das ist wichtig, die schlauen Tipps sind immer wertvoll. Ganz wichtig. So. Live Support an. Gar nicht schön. Was passiert? Schönes Anaconda-Treffen hier. Ja. Ja. Wirklich hübsch. Bis auf die Edda waren aber alle wirklichen Explorer-Schiffe da, ne? Das heißt Edda und Howler. Ja, ne. Diamond Scout war nicht dabei. Ja, okay. Ne, Escort glaube ich aber auch nicht, oder? Ne. Waren alles Esp. Esp-X. Ich habe extra mal die Peiden genommen, so fürs Bier und der Wein und was man so braucht. Ich habe vorhin aus Versehen zwei Heatsinks verbraten. Und wahrscheinlich nochmal kurz nach Goku aufbrechen und dann hier aus. Na, ich bleib hier. Ich werde am Wochenende eh nicht spielen. Also, und mit. Die Ballen gewinnen wir auch so. Ich habe meinen Kompagnon. Der muss Geld oh, ausgeben. Stimmt, ja. Ich habe die 9%-Zahlen noch gar nicht gemacht. Anzi, warum hast du mich nicht dran erinnert? Du musst auch mal lernen, deine Termine selber vor die Wand fahren zu können. Check. Jetzt hätte es gerade auch, weil Kerasch irgendwie 3000 Lichtjahre von uns weg ist. Wollte der nicht heute auch dabei sein? Nee, ich glaube, der hat gesagt, er wollte dann, wenn, dann zum dritten Punkt fliegen. Ah. Der jetzt schon 2600 weg ist. Ja, ja, der ist ganz weit weg, ja. Die Dings Tempo auch, ja, die Tanja ja auch. War doch vorne noch im System. Was, Darwin? Ja, die war doch vorne. Warte, aber hier.
Ja, ja. Ja, ja, aber dann hat sie Gas gegeben. 1800 Lichtjahre schon weg von hier. Krass. Ja, ich weiß auch nicht, was die macht. Das wissen wir alle nicht genau. Die hat doch schon den experimentellen Antrieb, oder? Wahrscheinlich, ja. Schwarzschildgeneratoren hießen die, glaube ich, bei Perry Roden. Ist der IoT ist auch noch hier und nicht der Dimensionspunkt. Ich glaube einfach halt, dass wir zwei die einzigen sind, die unbedingte LSDs haben. Nö, ich habe auch keinen. Ja? Ich war dabei, aber fehlt mir noch ein bisschen was. Aber nicht mehr viel. Ich bin ja froh, dass ich über 20 Lichtjahre springen kann. Ich bin auch schon über 400 Lichtjahre weg, aber in eine andere Richtung. Zurück in die Blase. Ja, ansteigen brauche ich mich auch nicht, weil am Dienstag sind wir Geburtstag, da kann ich eh nicht. Ja, ich kann es vielleicht schon. Hier ist auch nichts ganz hier. Aber in die Richtung werde ich schon mal. Jetzt hier ja. Solange die Schilde halten. Ich habe jetzt nur noch einen Buggy, ne? Ja. Ach, mein Buggy. Bevor ich auf die große Tour aufbreche, werde ich immer nach dem zweiten Wegpunkt in die Blase fliegen. Ein bisschen. Ah, no risk, no fun. Meine Akku noch 93%. Boah, so frag ich. Alles gut. Frag mal Tessie, was er mit 93% noch alles betreibt. Mach doch eine Galaxie um Runde. Mhm. Drei. Ja, aber was willst du? Ich hab auch schon irgendwie 4% verloren, weil ich von der Kamera über die Sonne getragen habe. Oh. Warum tut ihr das? Braucht man hart, ja, wenn man halt irgendwie auf dem zweiten Monitor was guckt und vergisst, Gas rauszunehmen, das ist natürlich. Ja, Gas rausnehmen ist ganz schlecht. Ja. Wer Gas rausnehmen verliert. Wohl beim Raschen nehme ich auch kein Gas raus. Halte ich aber auch nicht auf die Sonne, sondern ziehe mir gleich vorbei. Altes Explorer-Herz, ich gucke immer erst, ob ich die Sonne schon kenne. Vielleicht steht ja unbekannt. Ja gut, also normalerweise kenne ich die, aber Richtung Check-Station, da habe ich mal Gas gegeben. Rückwärts habe ich dann gemütlich. War nicht schlecht. Da gibt es jede Menge Neutronensternchen. Ich glaube, ich habe eine Schleife, deswegen habe ich noch eine Schleife zu scannen. Einfach was war so, wo mir lang. Ja, ich höre aus der Mitte. Ja, ich fliege Richtung Bangor-Cluster. Dann davor irgendwie 10.000-12.000 Lichtjahre davor einen riesen Neutronensterngebiet gefunden. Bin da erstmal ins Mittag hingeflogen. Dann hat sich dieses Neutronensterngebiet halt irgendwie 3.000 Lichtjahre lang gezogen. Das ja. War total Banane. Ja, das kommt mir das nicht irgendwie bekannt vor? Ich hab das zurückgeschlossen. Also von Checkstation bin ich fast 10.000 Jahre Patronensternscan geflogen. Welt ist auch krass. Ja, das ist gut. Ich war mal ein bisschen weiter, dann wurden sie mal ein bisschen enger, aber ich konnte immer von Patronenstern zum Patronenstern ein ganz seltenes Mal. Sein müsste. Aber alles eingesprungen. Ja, ja. Kann durchaus auch spannend. Ich hab da die spannenden, die tollsten Sachen gefunden. Ah, da hinten ist er. Also das coolste, was ich jetzt gefunden habe, das war diese rabenschwarze Wasserrenne. So. Bin ich auch reingeknallt. War auf einmal alles dunkel, ich denke, wo sind die Sternchen hin? Und war so schwarz von der Sonnenseite. Okay.
Ja, ich hab die meisten meiner erdähnlichen Welten immer Gruppensternsystem gefunden. Das war nicht, aber ich hab auch erdähnliche. So, also war ein Doppler. Auch schon. Zwei direkt nebeneinander. Wobei man sich da fragt, wie das funktionieren soll. Ja, das frage ich mich dann auch. Eben wollte ich da nicht. Ich hab meine erdähnliche gefunden, weil der letzte Planet im Sonnensystem von, keine Ahnung, 20 Objekten, glaube ich. Und irgendwie. Achso, muss ich nachgucken. Also so weit weg von der Sonne, dass es eigentlich auch nicht möglich wäre. Dass da überhaupt Leben entstehen könnte. Das Tonsternsystem, da war keine andere Sonne, nix da, nur der komische Tonstern. Es gibt die Theorie, dass Leben entstehen kann, wenn der Planet auch nur zeitweise durch die habitable Zone fliegt. Die haben halt dann richtig langen Winterschlaf. Ja, das gibt's auch. Jim, wo weg? Stehen. Hm? Und du kannst immer irgendwas aus dem Hintergrund. Ah, deswegen finde ich diese, ich habe nochmal gepostet von dem Entwurf der Systemansicht, wo man denn die Umlaufbahnen richtig sieht. Und das wäre echt interessant, um sowas rauszufinden. Wäre das für die ja kein Problem zu machen, weil letztendlich bei der normalen Ansicht passt das hier auch schon. Ja, du weil siehst du aber den Umlauf, du musst quasi rausfliegen, wenn du das siehst. Ja, das ist immer, aber es ist da. Technisch gesehen, da. Von euch noch jemand unten? Wir stehen hier zu 14. Okay. Weil im Kanal sind noch einige mehr. Ja, einer fliegt also noch im System rum. Ich flieg heim ins in die Blase, um eine neue Buggy zu holen. Das ist ja zum Glück nicht so weit. Das klingt gerade fies. 44 Sprünge. Immer wieder ein.
macht und dann wieder im Boden. Ja, ist klar, dass du das schaffen würdest. Echt der Hammer, ja. Hier liegt auch noch ein bisschen Zeug. Lasst euch schmecken. Kannst du austrinken? Hab doch. Nächste Runde. Das letzte 25 war. Meine ganzen Klappen offen, das macht mir schon ein bisschen Angst. Ich hab's geschafft! Ich weiß nicht, auf wessen Anaconda ich jetzt rumdümpel, aber also lustig. Ich sehe dich, ja. Ja, ging mir gestern genauso, als ich auf Anaconda's Astgeflügt bin. Keine Ahnung, wie ich da hochgekommen bin. Auf einmal war ich oben. Aber es ist unruhig hier oben. Ist denn die Schilde? Die Schilde halten, aber mein RV wackelt wie Sau. Oh ja, man sieht. Ja, gute Bilder. Cool, sehr geil. Fast da. Oh! Rita ist auf mir gelandet. Noch jemand. War gar nicht. War gerade auf dem Desktop. Was macht ihr da? Was haben? Der Reifen springt auf sein. Scheiße! Pass auf, nicht, dass der SFR auch noch platzt. Bei dem Blödsinn. Ich bin vorhin auf der weißen Cutter gehüpft. Ich glaube, das war Sinji. Oder? Ja, glaub ja. Und dann ist der losgeflogen. Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat, keine Ahnung. Und hat mich quasi echt weggeschleudert. Naja, boom. So, von mir sind jetzt auch ein paar Bilder dran. Noch zwei Stück vom letzten Mal. Huckepack. Ah ja. Weil das ist
Granate. Okay. Also sieht das bei euch genauso bescheuert aus wie hier? Ah, nee, okay, das war ein Grafikbug. Ja, bei mir sah es gerade aus, als wenn ich unterhalb von einer Lüge kleben würde. Aber ich hänge einfach nur total bescheuert. Ich bräuchte einen Schubser. Cargo Scoop deployed. Christoph? Ah, ich wollte gerade sagen, es wird Zeit zum Reparieren. Cargo Scoop retracted. Cargo hold at maximum capacity. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so alles haben. Ich hänge da so ein bisschen doof am Schiff. Ich weg. Zweite weiße Anna? Ich weiß nicht, ich hab eine weiße. Ich hab noch eine weiße. Verdammt. Genau. Weiße. Beschreibe das D, Karl, die sind unterschiedlich. D im Moment nur die Unterseite vom Flügel. Mein Gott, hier gibt's ja sogar Polone. Was? Also ich bin ja jetzt 400 Meter hoch. Ja, ja. Auf dem AB3 gibt's Polonium, 0,6%. Wow. 0,6? Das ist wahnsinnig gut. Komm schon. Du, keine. Findest du bestimmt drei Stück. So, ich werde mich auch schon mal hier vom Planeten wegmachen, ein bisschen weiter fliegen. Dann gibt's auch noch Ruthenium. Zinn gibt's auch immer wieder mal. Freue ich mich jetzt selber. Was ist das? Ilorium. Ach, jetzt fliegst du mit deinem Motor. Andi Conti, du bist auch schon unterwegs. Arsen, 2,5%. Na, guck einer an. Arsen 2,7, noch besser. Ja, Arsen ist auch jetzt für einen Antrieb. FSD, Stufe 5. Genau, echt, für die sammle ich auch gerade. Hab jetzt mühselig meine zwei Polonium zusammen gehabt und jetzt gucke ich heute. Brauche kein Polonium mehr, aber Gott sei Dank hatte ich schon etwas Arsen. Ja, ich hab noch einen übrig. Arsen. Oh, 5 hab ich. Nö, es ist. Ich brauch jetzt nur noch die Wake Scans und den Material, aber das kann man sich hier einkaufen. Darf ich zweimal treffen. Aber wenn ich genug Arsen habe, darf ich sogar ein paar Mal mehr, aber. Wie viel Arsen brauchst du noch? Eins nur noch. Ein einziges. Ja, ja, ist alles einfacher geworden. Ich hab heute auch nicht schlecht gestaunt. Ja. Wofür braucht man Arsen? Das war Stufe 5 FSD-Reichweite. Ups, da braucht man jetzt nur noch Arsen für? Mhm. Ja. Geil. Was? Ich hab 18 von. Na dann, los. Oh, schön. Und was ist mit Polonium geworden? Brauchst du nicht mehr dafür. Kannst kann du sein, dass. Deinen Boost verwenden. Richtig. Okay, ich mal gucken, ob ich was kriege. Ja! Yeah. Was hab ich gemacht? Super! Wer hat sein Anaconda? Irgendeiner hat sein Anaconda gerade die Schilde geklaut. Jo, lieber.
Apia sind wir auf 81,5. Wenn du so weiterfliegst, stimmt sie bald ein Frack. Mich würde viel mehr interessieren, wo die Aethna Immortals im Moment stehen. 6,7. Oh, sind also wieder gefallen. Bisher, wenn sie so bei unter die 7% gegangen sind, haben sie wieder für sich irgendwas geflogen, sind gestiegen. Mal gucken, ob sie es diesmal auch können. Den habt ihr ja mächtig zugesetzt. Und vor allen Dingen ist die Frage, können wir in Prozenten stärker steigen, als wir durch die Expansion verlieren werden? Wir sind jetzt auf 81,5%. Die Expansion dürfte morgen oder übermorgen stattfinden. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, der Boom ist stärker. Also erst wenn der Boom vorbei ist, kommt, glaube ich, die Expansion. Das heißt, wir haben dann immer noch die Chance, wenn wir in Zernunnos die Wahlen auslösen, die Expansion zu verschieben, ne? Ich hoffe es. Dann hoffe ich, dass die Jungs, die sich darum kümmern, es richtig machen. In BPM haben sie es richtig gemacht. Da habe ich gesagt, ich soll mal ein, zwei Missionen für die anderen fliegen, dass wir wieder von den 70 runterkommen. Das hat funktioniert. Sind auf 64 gefallen. So, jetzt ist Milanes dran. Also ich kann mich gerade nicht kümmern, ich bin am Exploren. Ja, ich auch. Ja, ich versuche bis Dienstag noch ein bisschen mitzumischen nachher. Target Shields offline. Wieder zu dem Weg unbedingt fetzen, der Reaper. Ja, ne? Hab ich auch das Gefühl. Reise nach Hause. Wieso beschießt er sich selber? Nein, er fliegt rum wie ein wilder Watz. Wird so langsam anstehen hier. Hier ist der Planet schon wieder einmal rum. Ich glaube, er hat sich jetzt selber so gedreht, dass er über die Sonne geht. Keine Ahnung. Also es wird quasi Nacht. Langsam. Ja, dreht sich mal hier hin, mal dahin. Also wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir hier in dem System mindestens drei Planeten mit Arsen. Das ist doch nett. Zwei mit 2,5 und einer mit 2,7. Ja. Ich glaube, ich bleib noch ein bisschen. Hm. So eine schöne Gelegenheit. Ja. Sag mal, medizinische Isolatoren gab es im System mit Estate Payment, gell? Ich meine ja. Ja, ich werde jetzt auch mal noch das System voll scannen. Ich finde es ja echt beruhigend, dass mein Escape Vector genau auf Antigotchis Mond zugeht. Ja, meiner auch gerade. Weil das komische Gefühl, ne? Aha, das ist irgendwie cool. Da müsste das Gas rausnehmen, zeitig. Dass er schnell wieder gelandet. Friendship charge detected. Störende Masse hier, die ganzen Anacondas.